Vorfallen synchronisiert. Aufnahme gestartet. Nein, Hilfe! Helf mir! Wer? Helf mir, bitte! Wir müssen dir helfen! Was ist denn da los? Okay. Mein Sohn, ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na, alles wird wieder. Nein, gebt nein. Mir eure Hand. Rührt mich nicht an, nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen, so wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab gesehen, aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle Beine. Es tut mir so leid. Du Arschloch. Dafür wirst du büßen, Alter. Aber Halleluja, wirst du dafür büßen, ey. So, Checkpoint erreicht. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ich fall hier gerade zu sehr auf, glaube ich. Oh. Ganz, ganz langsam. Da können wir. Ah, wo komm ich? Warte mal, ich kletter mal hier hoch. Hey! Ich will doch nicht hoch. Ma. Ey. Ich hau dir jetzt die Fresse blau, Alter. So, verpiss dich mal, ey. Heftig. Wo ist der? Ach komm, ey, wo ist denn der hin, ey? Irgendwie hier vorne müsste er sein. Da vorne ist er. Verdammt. Verdammt. Ich muss erstmal die Wachen hier erledigen, ey. Scheiße. Die haben meinen Attentat bemerkt. Ja. Muss ich jetzt halt hier ein bisschen länger rumfuchteln. Bleibt mir nichts anderes übrig. Aber egal. Wir werden noch mehr als genug kämpfen hier. Nein! Verdammt! Frosch im Hals. Ah, das ist nicht gut. Nicht während der Aufnahme. Nein, 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 nein.
Ah, verdammt. Schnauze. So. Okay, der haut ab. Jawohl, da haben wir ihn. Nein. Endlose Schlaf ruft Nami. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Ah. Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber ich habe Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Rest in peace. So. Ach, du willst dich auch noch mit mir anlegen? Ich hab doch genug gekämpft. So, erledigt. Jetzt können wir von hier aus abbauen. So. Aus dem Weg! Oi, das war eng. Und tschüss. Ja, wir laufen jetzt aber irgendwie hier querbeet durch. Hopp. Ich muss da irgendwie mal eben schnell hochkommen. Und dass die mich bemerken. Nach muss ich jetzt doch kämpfen. Kommt her. Nummer 1. Hoppala. Komm, wer noch? Wer will? Kommt. Geht doch. Der nächste bitte. Nein, das nicht. Komm. Schnauze. Hoppa. Okay, und tschüss. Nein, verdammt. So, jetzt aber, jetzt komm, go. So, geschafft. Wir sind erfolgreich geflohen. Aber für wie lange? Mal gucken. Wir müssen erstmal jetzt in Ruhe. Ach, verdammt. Nein, nicht entdeckt werden. Oh, gut. Erstmal jetzt heil zu unseren, Assassin an den Punkt kommen. Ich glaube, das wird schwieriger, als es jetzt noch aussieht. Ja, da. Es war so klar. Verdammt. Verdammt. Ich muss einmal hier geschickt fliehen. Da
Da kommen wir nicht rein. Verdammt. Da vorne kommt. Ach, da kommen wir nicht hin. Scheiße. Eben hier so ein bisschen verstecken. Komm. Der nächste gelegene Punkt ist da vorne, aber ich habe Angst, dass ich, wenn ich da hingehe. Ja, komm, gehen wir eben mal hin. Werden die entdecken uns jetzt gleich wieder. Komm, 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 go, 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 go. Lauber. Jetzt ganz schnell hier. Hoppa, dahin. Hopp. Hopp. Und tschüss. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, jetzt müssen wir... Gedächtnisabschnitt 3. Attentat beendet. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Erinnerung bis Masjaf vorspulen. Ja. Einmal bitte. Brauchen wir den ganzen Weg nicht zurückreiten. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt und verstecken Sie sich. Bleiben Sie in Ihrem Versteck, bis Sie wieder anonym sind. Naja, klar. Das ist normal. Ist auch die beste Möglichkeit. Ja. Oh, ey. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle. Aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohung und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen... Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir ja, super. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Was kriegen wir diesmal?